Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Tales of Berseria. Beim letzten Mal sind wir, kann ich in die Ego, ne, ich glaube Ego-Perspektive gab es hier nicht, ne? Beim letzten Mal sind wir von diesem Turm da oben runtergesprungen und haben uns den Arm ausgekugelt, was Ceres zwar heilen konnte, aber naja, Turm eben, ne? Türme, die man runterspringt, tun weh. Und ja, jetzt steht immer noch die Flucht an. Ich ziehe das irgendwie ein bisschen hinaus, merkt man. Nicht, weil ich denke, dass ihr das nicht sehen wollt oder so. Nein, das liegt eher daran, dass ich die Parts so gestalte, wie ich das möchte, wie immer. Ziele so gesehen gesetzt, die ich geistig ungefähr habe, aber diesmal werden wir mindestens das Gefängnis verlassen. The guards expect us at the rear, not the front. Wollen wir mal hoffen, dass sie recht hat dabei. Ich meine, klingt nicht verkehrt. Wenn die Leute wissen, dass das Schiff hinten ist, würden sie hinten auf uns warten. Das ist richtig, aber wenn sie es nicht wissen, stehen jetzt alle gleich hinter dieser Tür. We're almost there. That's enough. Oscar. I had no idea an Exorcist Praetor had been assigned to this island. You surprise me, Ceres. Aiding criminals now, are you? Did Lord Artorius request this? No. I'm acting on my own. A Moloch with free will? And yet, I sense someone's strings guiding you. Hold on. A Praetor is far more dangerous than an orderly. All out of subterfuge. And besides, if we can't overpower this one, our end goal was hopeless to begin with. You're a demon, but still a lady. So I'll show you due respect. I am Oscar Dragonia, Praetor of the Abbey of the Holy Midgand Empire. Who might you be? Huh. All right. Graceless demon it is then. Und so beginnt unser erster Bosskampf im Endeffekt. Jetzt muss ich erstmal herausfinden, wie ich nochmal da. Wie ich andere Gegner anvisieren kann. Ja, Oscar ist unser Hauptfeind, das ist richtig. Allerdings, wer will schon die ganze Zeit irgendwelche Leute haben, die einem dabei auf den Keks gehen, den Hauptfeind zu besiegen? Ich sollte vielleicht nur darauf achten, dass ich nicht unbedingt mit Besiegen mich selber noch in die Pfanne haue, aber ne? Ihr seht ja, das ist Oscar. Ich weiß nicht, ob man da noch mehr zu sagen muss. Es ist Oscar. Ceres kann heilen, das ist schon mal ganz praktisch immer, darf man nicht vergessen. Obwohl, im Endeffekt kommt es darauf an, ob sie es vergisst oder nicht. Your skill. I will have to expend a Moloch or two for this. What are you doing? Your feelings to control the tide of battle. More of your vaunted reason. Wounds are fatal. Please, consume me. I'm not about to. My form is bound by an oath whose price is my life. The time has come to pay. Feeding on my form will grant you strength, the strength to press forward.
I ask only that you devour me. Why? A flame burns in my heart, too. A flame I cannot quench, no matter how hard I try. Just like you, Velvet. This was Laffy's! That is why I cannot abide it. This frozen world, this frozen people, I'm just that stubborn of a woman. Hurry, before my life fades. Do it now. I offer no apology or thanks. I need neither. Our wishes... are one and the same. I treasured those days. When you and I... and Arthur were... together. If you don't, I'll eat you! Ja, jetzt haben wir keine Heilerin mehr. Aber es ist ja auch nur ein Jungdrache, ne? Um genau zu sein, haben wir aber auch den Vorteil, dass dieser Jungdrache relativ simple Attacken ausführt. Sonst hätten wir wahrscheinlich ein viel größeres Problem. Aber habt ihr die Verletzung auf Ceres Rücken gesehen? Da war ja nix. Also er hat riesen Krallen, dieser Drache hier. Und diese Krallenabdrücke auf dem Rücken, das war ja wirklich nix. Das war so, als hätte er gar nichts gemacht. Aber behaupten wir mal, es war tödlich und nicht gut. Dann passt das wieder. Wenn wir so tun, als ob. Stellt euch vor, da waren tödliche Verletzungen zu sehen. Dann passt das. Wobei es, glaube ich, tatsächlich eins der einzigen Tales of Spiele ist, in denen man Blut sehen kann. Wo ich mich nicht daran erinnern kann, dass es in anderen Spielen tatsächlich mal Blut gab, aber... Oh ja, ich kann kratzen. Ich glaube, das macht aber auch keinen großen Unterschied, ob es jetzt irgendwo wirklich gut zu sehen gab oder nicht. Ich bin der Meinung, dass dem so ist, aber Fans der Reihe können mir ja gerne sagen, nee, da in dieser Cutscene gab es auch schon mal Blut. Bestimmt irgendwo mal, aber ich erinnere mich nicht mehr. Haha. Apologies, but I can't let a nasty demon like you roam freely now, can I? Velvet! That's my name. You can give Artorias my regards.
My name is Velvet Crow, and I will devour demon, Moloch, and exorcist alike! I am a monster! I am a Therian! Would have been less risky if you hadn't suddenly appeared and jumped on my back. Oh, hey, it's you. It's thanks to you that Storm Howl is back in my care. Rokurodon gets it, at your service. This blade is my life. I owe you a great debt, one I vow to repay. Yes, yes, she's a peach and a model citizen. Can we get our move on? I think they're just about done massacring the rioters. The docks are just ahead. Give me a hand. Dass sie die beiden jetzt einfach so akzeptiert, kommt mir zwar ein bisschen seltsam vor, aber lassen wir so stehen. Level-Ups gibt's auf jeden Fall. Wir lernen den Überschallstoß und haben diese Teile da gelernt. Das ist immer gut. Außerdem kriegen wir den Glazid des Vampirs. Ich weiß gar nicht, ob euch das... Nee, kann ich hier nicht nachlesen. Lese ich später nach. Keine Sorge, ich vergesse das nicht. Wahrscheinlich nicht. Also, kann passieren, aber höchstwahrscheinlich nicht. Ich bin ja ein voller LP und vergesse solche Dinge einfach. Ne? Ja. The weather's feeling as crummy as I am. Careful. Sea's looking mighty choppy. Are you a sailor? No, but I do know the difference between a sail and a rudder. I'll take what I can get. Do what you can. You're leaving without a proper crew? Very well, then. I certainly owe you this much, at least. Brave words. But 10 minutes in this storm, and you'll lose all sense of direction. No, we won't. Ships have compasses for a reason. So it's rot in a jail cell, or rot in a fish tummy? Well, guess it's your lucky day, fishies! I'm coming for you, Artorias. Und so segeln wir im Sturm davon. Ist ja ein, naja, sagen wir mal, ein passendes Ende für diesen netten Auftrag. Auftakt. Für diesen Auftakt, so. Schien halt nur nicht gut zu gehen. Aber naja, egal. Luffy said... A Moloch? Ah! Stay back! Ja, ein Moloch, der aussieht wie Luffy Set, und ich muss mir wieder den Tunnel stellen, deswegen laufe ich erstmal im Kreis rum. Ist immer wunderschön. Wunderschön, sag ich ja. Ja, tatsächlich nervt mich dieser Vogel jetzt tatsächlich mehr als alles andere. Meine Herren. Einfach nur, weil die komischen Federdinger nerven, wenn sie mich treffen. Also, ausnocken um Nocken weghauen. Danke sehr. My word, a demon muncher. You really are a box of horrors, aren't you? Sorry. If I had a weapon, I would have helped. I promise. You're wearing one. Oh, nah, I can't use this. Sorry, long story. And the child? The little brat? Scampered off somewhere. You ought to be scampering off yourselves. My debt is not yet repaid. Until it is, I will not leave your side. I can hardly scamper off without knowing from whence I'm scampering! We're lost, stranded, shipwreck survivors, no?
Well, then I expect this might come in handy. A map? Was that left by the child? Looks to me like we're in Northgand. Northgand? Then if we're to reach the capital in Midgand, we've no choice but to patch up our ship. What are your plans once you reach Logris? Something worth breaking out of prison for. Can't we stand around and chat somewhere nicer? Somewhere with soup to warm the body, tales to warm the heart? There's a city called Helavis nearby. I can't promise there much for conversation, but we'll find food and a ship right there. Na, das klingt doch zumindest nach etwas. Okay. Ja gut, wir können die Weltkarte öffnen. Yay. Prinzipiell, ob das sinnvoll ist, keine Ahnung, aber wir haben eine Weltkarte. Velvet, you know that kid? I thought I heard you call him by name. No, I don't know any Malakim. Not anymore. Anymore? Hmm. What? Well, whoever he was, there was something different about him, that's for sure. You can say that again. Using healing arts on a demon without being ordered to? And he stole that compass, too. For being an exorcist Moloch, he's a greedy little imp. Well, we did help ourselves to a certain map of his, so... I consider myself an island of virtue in this sea of wickedness. I suppose. Come on, it's not funny if you agree with me. You think? So this is how escaped prisoners behave. Also ich bezweifle, dass alle Leute, die geflohen sind von irgendwo, sei es einem Gefängnis oder Irrenanstalt oder was auch immer, sich so benehmen, aber im Großen und Ganzen, ja, hast du gut erkannt. Das Lustige ist, ich bin kein Experte, was Schiffe angeht, aber abgesehen davon, dass... Weiß nicht, ich glaube, das sollte da oben sein, oder? Keine Ahnung. Also abgesehen davon, dass das da vielleicht irgendwie komisch aussieht, sieht das Schiff noch relativ seetüchtig für mich aus. Aber mich fragt ja keiner. Könnte dann auch in dem Fall besser so sein, weil ich wirklich keine Ahnung von sowas habe. Aber mich fragt keiner, das ist unfair. Magilu, your way of speaking is as strange as your appearance. Hey, I'm a witch. I must project a proper age and dignity. I have an image to maintain. Self-improvement in all things, I suppose. So, what's the difference between a spellcaster and a witch? There are many, but mainly it's a matter of nuance. It's like the difference between being frugal and being miserly. Ah, so a spellcaster is useful and a witch isn't, is that it? So I guess that makes you a witch right now. You wound me! You're one to talk, Mr. Self-Improvement! Your words cut deeper than these northern winds! Yeah... Also, falls ihr es noch nicht gemerkt habt, Magilu ist so die Spaßkanone, wenn man so möchte. Während unser netter Freund Rangetsu... The wind, it bites! How can you stand wearing that garb? It doesn't seem humanly possible! I never said I was human. Here I come. Ja, wir haben wie gesagt, hat während er halt eher... Ich will jetzt nicht böse sein, aber er fällt wahrscheinlich eher auf diese dumme Art und Weise auf. Also er ist ein bisschen der langsame Typ. Obwohl das auch nicht so ganz richtig wäre, aber sagen wir einfach mal, das ist so. Hör auf abzuwehren, verdammt nochmal. Wenn ich vernichten will, dann werde ich dich auch vernichten. Also hör auf mit dem Scheiß und lass mich nicht töten. Danke sehr. Also es wird alles besser, sobald wir mehr Partymitglieder haben. Weil alleine merkt man, dauert es hin und wieder ein bisschen, bis wir Fuß gefasst haben. No pun intended, weil wir hier mit den Beinen meistens kämpfen, aber... Das Problem ist halt, am Anfang... Wir haben meist nur einen Charakter zur Verfügung. Das ist anstrengender als manche andere Dinge. Sagen wir es mal so. Tschüss. Come on, really? Ich meine, es ist halt so, ich kämpfe trotzdem gerne, auf jeden Fall. Aber, naja.
Hätte ich mehr Charaktere, würde es schneller gehen, besser gehen, wie auch immer. Jetzt mal abgesehen davon, dass wir auf dem mittleren Rang jetzt kämpfen, nicht mehr auf normal, aber das macht nicht den großen Unterschied aus, sagen wir mal so. Außer, dass ich hier halt diese blöden Vögel hinter mir und vor mir habe, das mir auch nicht unbedingt hilft. Wenn ich ständig im Federn reinrenne. Ach, echt jetzt. Schon besser, vielen Dank. Na toll, ich sage schon besser, vielen Dank und krieg wieder auf die Fresse von dem Vogel. Nee, 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 nee. Und zack, weg, fertig, weiter. Nebenbei bemerkt, was machte jetzt dieser Ventit? Das Vampirs. Ausrüstung erhält die Fähigkeit, die zufälligen Fertigkeiten auszulösen, die KP wiederherstellen. Ach so. Ja. Auf gut Deutsch, wir haben die Möglichkeit, dass Ausrüstung, die uns gegeben wird, im Prinzip wie ein Vampir funktionieren kann. Nicht muss, aber kann. Ist ja voll toll. Sag ich jetzt mal so. Ich meine, kann nützlich sein, auf jeden Fall, muss aber nicht. Komm ich vor dir weg oder brennst du mir jetzt tatsächlich die ganze Zeit hinterher? Ich kann gegen alles kämpfen, muss ich aber nicht. So nice to be free again. Able to move these bones around like I want. So, Rokuro, what got you all chained up in that mold hole? Ties to home. It's complicated. Oh-ho-ho! Then are you really sure you ought to be taking on further debts? It's a teaching of House Rangetsu. Pay what you owe. Well, what a civilized family you've got. Were you in for long? 3 years, maybe. That's why I know so little about the state of the world. Oh gosh, me too! Art-wielding Malakim! I've never seen such a thing! How much else have I missed? Used to be witches who had a monopoly on charms and hexes. Can you even comprehend what this'll do to business? Should I even ask why you were imprisoned? Ha! Begged for unlicensed witchcraft. It was a tale of betrayal, most wicked and foul! Care to hear more? You'll cry, I'll laugh, emotions will touch the rafters! No, thank you. Nein, da verzichte ich auch gerne freiwillig, das brauche ich nicht alles hören. Noch einer? Ein Werwölfchen. Die aus irgendeinem Grund tatsächlich noch einfacher sind als blöde Adler. Und da frage ich mich dann wieder, sind diese Adler tatsächlich Dämonen? Oder sind die eher so stinknormale Vögel? Von mir aus Vögel, die böse geworden sind, aber Vögel. I don't know. No, do I care? Unbedingt, aber eigentlich schon. Won't somebody please help a kitty out, meow? Oh, look, another weirdo. That thing talks? What if it's a cat demon? Simmer down, big man. She's just a cat. Haven't seen one in a good long while. Cats? Is that different from a regular cat somehow? It's complicated. Cats are a mysterious bunch. Just think of them as a special kind of Moloch. Sort of. That works for me. I understand that they're hard to understand, at least. Hey, I don't suppose you happen to be carrying any cat spirits on you. They look like this. That's just like what I found at Titania. Perfect. You could say they're kind of like our souls to us. Cat spirits, huh? Sometimes we call them kitten caboodles, too. That's just foolish. Really? Then how about kitty clumps? Anyway, one night we were having a feast so meowvelous, our souls flew right out of our bodies. That's why I need your help to find the cat spirits and use them to immeowsipate my friends. Immeowsipate? Really? It means to use cat spirits to free cats who are locked away in cats' boxes like these here, meow. Here you'd say apesipate. This one would be edogsipate. And finally...
I'm free, Meow! See? Emucipate! By that logic, shouldn't it be ecatsipate? Wow, you're way more clever than you look! For real! I guess I totally underestimated you. Please, our cat spirits got scattered far and wide, and so many sad cats are trapped without them. Seek out the cat spirits and rescue our poor lost brothers and sisters, Meow! And why should I? Please, think of the cats! You know, cats have weird and mysterious powers. There's a good chance we might benefit by having them in our dead. We'll make it worth your while, I promise! And if we snub them, they might put a curse on us. That has been known to happen. Yeah. If we're doing all this traveling anyway, why not help them on the side? Just remember that it's on the side. Ja, nun haben wir also eine weltweit reichende Sidequest im Endeffekt. Wir können diese Teile sammeln, um Geister. Also die Geister sammeln, um die Truhen zu öffnen. Und hin und wieder erhalten wir dann auch eine nicht eine verdammt gute Belohnung, aber eine Belohnung. So wie jetzt gerade einen Cowboy-Hut, mit dem wir unseren Charakter ausrüsten können. Damit er anders aussieht. Es ist kein Ausrüstungsgegenstand in dem Sinne, nein, wir ziehen ihn nur an und sehen dann anders aus. Das ist alles. Ich weiß, ein bisschen enttäuschend, aber so ist das Leben. Okay, ich glaube, das war's aber soweit von hier oben. Außer wenn ich da schon rüber durfte, nein, konnte ich nicht. Dementsprechend, beim nächsten Mal machen wir uns auf nach Halloween's. Um dort mal zu gucken, wer unser Schiff reparieren könnte. Aber bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bye bye. Das war's erstmal mit Tales of Berseria. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert mich doch, schreibt etwas in die Kommentare und vergesst nicht dieses Glöckchen, nicht, dass ihr jemals wieder ein Video von mir verpasst. Wenn ihr möchtet, besucht mich doch auf Facebook auf meiner eigenen Seite, um mit mir dazu schreiben, Ideen auszutauschen, was das Herz begehrt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir weiterhin Velvet verfolgen auf ihrem Weg zum Ziel.